Es ist mal wieder Zeit für ein neues Projekt. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Ja, unfassbar. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Ein Fanmod von Team Budokai Tenkaichi 4. Und ich freue mich. Ich freue mich darauf. Der sagt zwar Tenkaichi 3, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Es ist der vierte Teil. Ein Fanmod. Und wir kennen sie mittlerweile, die gute alte lateinamerikanische Modder-Szene. Das ist großartig, was sie geleistet haben bisher alles. Und wir haben jetzt Tenkaichi 4. Und das nicht auf Spanisch, sondern seit diesem Jahr gibt es das Ganze auf Englisch mit englischen Sprechern. Und ich kann so viel vorwegnehmen. Das sind natürlich nicht die Originalsprecher, aber sie machen ihren Job unfassbar gut und sie kommen teilweise wirklich sehr, sehr nah ran. Bevor ich auf New Game gehe, ja, ich werde euch erstmal kurz erklären, worum es geht. Ich werde diesen Mod komplett zeigen, von vorne bis hinten. Das heißt, wir werden auf New Game gehen. Weil ich aber weiß, dass ihr ganz gerne erstmal sehen wollt, was denn alles hier so im Inhalt mit drin ist, wird sich dieser Part in erster Linie darum drehen, euch mal zu zeigen, was wir hier alles haben. Das heißt, wir gehen erstmal auf Continue, bevor wir ein neues Spiel starten. Und ihr seht, alles auf Englisch. Ja, es gibt auch noch ein Intro, aufgrund der Tatsache, dass ich aber nicht genau weiß, mit der Musik und mit den Bildern, die da gezeigt wurden. Das ist ja kein offizielles Spiel, das ist ja ein Mod. Habe ich da jetzt mal drauf verzichtet, euch das zu zeigen. Aber ein interessanter Mod. Und wer selber mal reinschauen möchte, einfach mal die Videobeschreibung auschecken. So, okay. Also die bekannten Modi sind vorhanden. Auffallen wird euch das Time Nest. Ja, tatsächlich. Inspiriert durch Dragon Ball Xenoverse haben wir hier das Time Nest. Und das ist im Grunde nichts anderes wie die Mission 100 und die... Und der Hero Mode, genau, was wir da so hatten, die Challenges. Das kennt ihr noch. Aus Budokai Tenkaichi 3. Nur ist das halt hier in Form von vom Time Nest. Und sie blinzeln mich so komisch an. Das macht mir ein bisschen. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Gehen wir einfach mal weiter. So, die Dragon World Tour. Da gucken wir mal rein. Ah, es ist immer noch Mr. Satan, hier hat sich nichts getan. In the World Tour Mode, new tournaments you can participate in will be announced. Pick the mode you want to fight in. In this tournament, you can enjoy playing with your friends. Nö, will ich aber nicht. Okay, na gut. Hier hat sich also nicht viel getan. Hier ist es auch wieder Mr. Satan bestimmt, welches Turnier gerade offen ist und so weiter. Es sei denn, wir gehen in den freien Modus. Ja. Der Duellmodus, da werde ich euch jetzt mal zeigen, wen wir hier alles haben. Direkt schon Öl-Spoiler. Nee, weil ich habe ja einen Spielstand momentan, wo so fast alles freigeschaltet ist. Und dann seht ihr also hier die ganzen Kämpfer. Ihr seht also, wir haben hier jetzt nicht nur im Gegensatz zu anderen Mods, dass es jetzt irgendwie ein extrem starker Fokus auf Dragon Ball Super oder sonst was ist. Sondern wir haben hier ein richtig schönes Line-Up aus Dragon Ball Z, aus den Movies, aus Dragon Ball GT auch und natürlich Dragon Ball Super dann auch. Der Fokus allerdings gar nicht so stark auf Dragon Ball Super, wie ihr seht. Dragon Ball GT haben wir wie gesagt auch. Der Oberteufel Piccolo ist auch mit bei, ganz wichtig. Und natürlich Chao Zu, super wichtig. Ja, also ich würde sagen, ein sehr nettes Line-Up und Dragon Ball Super ebenfalls gut vertreten. Dafür mussten wir dann auf ein paar Charaktere aus dem klassischen Dragon Ball dann leider verzichten, aber ich denke, das ist nicht weiter tragisch. So, Singleplayer, Two-Player, Spectator Mode, das heißt, wir könnten uns theoretisch auch einen Kampf zwischen zwei Computergegnern mal ansehen. In den Duellmodus gehen wir gleich nochmal. Dann werde ich nämlich auch mal einen Kampf zeigen. Revolution Z. Das kennt ihr auch noch. Da könnt ihr eure Charaktere ein bisschen stärker machen. Ultimatives Drehen. Da könnt ihr. Da gucken wir aber mal rein. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwas verändert haben. Ich glaube, da hat sich nichts verändert, ne? Genau. Aber
Sunos Tempel haben wir. Was ist denn das? Tja, das kennt ihr. Das ist eigentlich die Bibliothek, die wir vorher hatten. Aber diesmal mit Suno. Hier können wir uns also die Biografien von den einzelnen Charakteren anschauen. Toll, oder? Gehen wir mal so ein bisschen auf die Custom-Charaktere. Da sind dann auch jeweils immer die Bilder dann eingefügt. So, die ganzen Formen von Vegeta hier zum Beispiel, Super Saiyan God. Und so weiter und so fort. Alle möglichen Formen hier vertreten. Sogar der GT-Gohan. Wundervoll. Goten meine ich. Nicht Gohan, sondern Goten. Das hat doch was. Tja, und das werden wir im Laufe der Zeit dann auch alles durchgehen. Also wie gesagt, wir werden die komplette Story machen. Wir werden Mission 100 relativ voranbringen. Also ich denke mal, das Projekt wird mindestens denselben Umfang haben, wie wir es damals im Tenkaichi 3 Let's Play hatten. Nur wird natürlich auch noch, und das sehen wir uns jetzt an, einen Moment. Hier in der Dragon History kommt natürlich noch etwas hinzu. Oh, nicht Hercule. Ja. Ja. So, bei hier haben wir die ganzen Sagen. Aber... The Dragon. Hier. Eine Dragon Ball Super Saga. Ja, und ich kann mir vorstellen, das ist die ihr wahrscheinlich sehen wollt. Theoretisch müsste ich mit der loslegen. Ich würde es trotzdem ganz gerne machen, wenn ihr die Geduld habt, wenn ihr wirklich Interesse an diesem Projekt habt, dann machen wir die auch wirklich erst, wenn wir sie freigeschaltet haben. Ich hoffe, ihr haltet es so lange durch. Weil dann würde ich erstmal ganz normal mit der Dragon Ball Geschichte beginnen. Ich fände, es würde jetzt keinen Sinn machen, das Ganze von hinten aufzurollen. Den Spielstand also quasi zu lassen und dann die einzelnen Sagen so durchzugehen. Wir machen einfach ganz normal die Dragon Ball Geschichte durch und irgendwann werden wir bei dieser Saga landen. Und ich freue mich persönlich riesig darauf. Prima. Aber ihr wollt natürlich auch nochmal, dass es hier ordentlich zur Sache geht, ne? Dann können wir das machen. Damals bei Tenkaichi 3 bin ich, glaube ich, mit der Mission 100 gestartet, ne? Dann müssten wir also demnach ins Time Nest. Und könnten jetzt hier die Parallel Quests, wäre das dann hier in dem Fall? Turtle School, Tenkaichi Budokai, Crane School, Fireforged Friendship. Give me back my son. Da geht's also nur gegen Raditz. Interessant. Bottom of Pecking Order. Also, sehr schöne. Sehr schöne Team Forster-Anspielung haben wir dann auch noch. Dodging Lessons. Also, tatsächlich. Wir haben hier Team Forster Dragon Ball Abridged Anspielungen. Das hat doch was. Tree of Might. Also, interessante Sachen. Explosive Temper. Nur leider kein Pflanzenmann. Der ist ersetzt worden. Aber wir haben zumindest die Cell Juniors. Also, interessante Sachen. Und ich würde sagen, wir wählen uns jetzt einfach mal eine aus. Drei Gegner? Sollen wir mit drei Gegner machen? Die Kranichschule. Oh, das sind interessante Sachen. Haben wir sonst noch was? Wir haben jetzt hier natürlich noch nicht so viel freigeschaltet. Ich wäre jetzt natürlich gern mal in Dragon Ball Super gegangen. Ne, wisst ihr was? Dann machen wir das anders. Dann gehe ich nicht in die Mission 100, sondern dann gehen wir jetzt mal in den Duellmodus. Dass ihr jetzt doch schon mal heute im ersten Part direkt einen Hauch von Dragon Ball Super habt. Machen wir jetzt einfach mal Son Goku Ultra Instinct Gedöns. Ultra Instinct Gedöns, ja tatsächlich. Und natürlich gegen Jiren, oder? Oh,
Aber die zweite Form ist nicht verfügbar, sehe ich das richtig? Ja, okay, interessant. Egal. So, und Tournament of Power. Oh, guckt euch das an. Diese beiden Stages. Ihr könnt uns diese Stages hier nochmal kurz angucken. Hier haben wir natürlich auch die Custom Stages. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir Climax und Tournament of Power Final hatten. Also, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das nicht doch in irgendeinem Mod vielleicht hatten. Ich habe ja jede Menge Mods gezeigt. Aber ich erinnere mich jetzt gerade zumindest nicht dran. Dann nehmen wir einfach mal Tournament of Power Final. Okay. Zeit für einen Hauch von Dragon Ball Super. Zeit für den Endkampf. Das Tournament of Power hat in diesem Kampf gegipfelt. Son Goku gegen Jiren! Haha. Da guckst du, wie du guckst, dass du guckst. Heia! Eieieiei! Und zack! Oh, gut gekontert, mein Junge! Mein Junge! Dieser Super Saiyajin ist... Was ich... Okay, komm! Tschüss. Oh, schön. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es mache, aber ab und zu gelingt es mal. Hey, hör auf. Jiren. Jiren. So. Schön. Und ja. Na, klappt doch alles. Wie am Schnürchen. Oh, na fast. Oh, aber er ist gar nicht so ohne, tatsächlich. Das sieht jetzt relativ locker aus und eindeutig, aber er ist ziemlich gut. Aber halt leider nicht in seiner zweiten Form, die wir in anderen Mods schon kennengelernt haben. Finde ich jetzt fast ein bisschen schade, aber naja. Genau. Gut, dann machen wir noch einen Kampf, oder? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch ein Einzelkampf. Ja. Beerus haben wir hier. Whis haben wir jetzt nicht hier. Tatsächlich. Weiß ich auch nicht, ob das sich irgendwie noch... Da sind eigentlich keine Slots mehr frei zum Freischalten. Aber macht ja nichts. Was könnten wir denn mal für einen Kampf machen? Bei Freezer sollten wir eventuell nochmal schauen. Der müsste auf jeden Fall in seiner Goldform auch hier sein. Genau, Golden Freezer nehmen wir jetzt mal. Und Golden Freezer. Ach komm, lassen wir mal gegen Toppo ran. Toppo hat wiederum seine zweite Form. Komm, dann nehmen wir direkt auch die Zerstörerform. Ich werde es bereuen, oder? Ich werde es richtig bereuen. Vegeta, Walter Cheater. Ich werde es bereuen. I see. You've endured. That's impressive. You've inspired me, Destroyer. Consider this my way of saying thank you. Großartig. Einfach großartig. So. Und dieses Energiegespam ist what all true warriors strive for. Er hat mehr Energie als ich, also muss ich aufpassen. Und direkt mal die Verhältnisse zurechtrücken. Yeah! Oh! Oh, mein Freundchen. Das hast du dir so gedacht. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er ausweicht.
Ich bin froh, dass das nicht getan hat. Ich muss mal gucken, welcher Schwierigkeitsgrad eingestellt ist. Es ist nicht leicht. Definitiv nicht, aber es ist auch nicht der härteste wahrscheinlich. Man muss natürlich sagen, es ist ein Mod von Leuten, die das Spiel sehr gut kennen und alles beherrschen. Und natürlich ist es dann auch eine Ecke anspruchsvoller. Mit Sicherheit. Insofern werde ich die Story auch wahrscheinlich nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen können, aber... Das konnte ich im Original Budokai Tenkaichi 3 ja schon nicht. Da ist die Story extrem hart dann. Was? Ah. Oh. Ah, shit. Ich komm grad nicht weg, ey. So, haben wir hier Full Power, okay. Sehr gut. Und... Ja! Haha, das hat echt funktioniert. Du sagst das. Also die Freezer-Stimme gut getroffen, oder? Weil das sind ja nicht irgendwelche recycelten Kommentare aus Tenkaichi 3, sondern er hat sich ja jetzt wirklich, glaube ich, auch auf Toppo hier bezogen. Und das ist schon richtig klasse. Also ihr seht schon, das Ding kann was. Und ich freue mich riesig darauf, diesen Mod anständig zu spielen. Ja, das wird heute aber noch nicht passieren. Wir machen Folgendes. Wir starten ein neues Spiel. Wir überschreiben. Oh Mann. Alles muss ich mir neu erspielen. Aber wir tun es. Wo? Auf einmal ist es lauter geworden. Du startest ein neues Spiel, ne? Und damit... Tja, müssen wir zunächst mit der Saiyajin-Saga anfangen. Genau. Wir bleiben auf Normal auf jeden Fall im Schwierigkeitsgrad. Das sollten wir hinbekommen. Und wie ihr seht, alles von vorne. Dann sieht das Ganze auch im Duellmodus. Jetzt so aus. Tja, Charaktere zum Freischalten. Jede Menge. Aber auch jede Menge, die halt trotzdem schon freigeschaltet sind. Aber ihr seht, viel zu sehen, viel zu erleben. Und ich freue mich drauf. Die volle Budokai Tenkaichi 4 Experience für euch. Ein komplettes Projekt, ein umfangreiches Projekt. Mit Sicherheit das umfangreichste in diesem Jahr. Und ich freue mich auf alles, was hier passieren wird. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.